Gemeinsam wurden Bruno Labbadia und Miroslav Katletz 1991 mit Kaiserslautern deutscher Meister. Und auch privat waren die beiden eng verbunden, wohnten direkt nebeneinander, sodass der Sohn von Miro Katletz schon mal mit der Tochter von Labbadia zusammen in der Schaukel saß. Heute, gut 17 Jahre später, ist Labbadia Trainer in Leverkusen und jener Sohn von Miro Katletz einer seiner Spieler. Michael Katletz, wie einst der Vater tschechischer Nationalspieler, kam zu Beginn der Saison von Sparta Prag nach Leverkusen, ist mittlerweile fester Bestandteil der Viererkette in der Abwehr und möchte nun, wie einst sein Vater, natürlich auch nur zu gern mit Labbadia zusammen einen Titel holen. Aber heute, Gerd Gottlob, heute ging es erstmal darum, die Tabellenführung zu verteidigen.